Hi, Pascal wieder hier mit einem neuen Video aus Thailand. Ich habe mir neulich schon das Koh Lanta-Video gemacht und das war ziemlich erfolgreich. Dementsprechend wollte ich hier noch eins machen und diesmal geht es über das wunderschöne Chiang Mai. Ist eine ziemlich große Stadt in Thailand, ich glaube sogar die zweitgrößte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, fangen wir auch am besten gleich an. So, was gibt es hier eigentlich? Also für wen ist Chiang Mai eigentlich gedacht, so von den Reisenden her? Und ich würde sagen, es gibt so drei, vier Gruppen, die hier hauptsächlich hingehen. Und das sind zum einen Backpacker natürlich und vor allen Dingen auch mehr so die Backpacker, die sich wirklich ein bisschen mehr auch für das Kulturelle in Thailand interessieren und nicht einfach nur Party auf Phi Phi Island machen wollen. Dann ist die Stadt hier noch super geeignet natürlich für digitale Nomaden. Ich bin hier auch schon seit über 4 Monaten jetzt, werde hier jetzt insgesamt 5 Monate sein. Dann geht es weiter nach Bali, den Strand vermisse ich so langsam. Strand hat man hier nämlich leider nicht. Liegt natürlich daran, dass es ziemlich weit im Norden liegt. Und dann natürlich noch Auswanderer, also Expats, gibt es hier auch sehr viele, gibt es eine ziemlich große Community. Und dann natürlich auch so Normalreisende, die ein bisschen mehr von dem eigentlichen Thailand mitbekommen wollen. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass auch wenn Chiang Mai, wenn man in Chiang Mai definitiv ein bisschen mehr Kultur sehen kann, es ist hier ziemlich touristisch, es ist halt schon noch eine Großstadt und dementsprechend ist es definitiv nicht dasselbe, als wenn man jetzt hier wirklich total abseits von all dem Trouble ist. Ne? Dementsprechend, ich finde es eigentlich eine coole Mitte hier, denn ja, zum einen ist es halt nicht ganz so übertouristisiert wie in anderen Gegenden, wie zum Beispiel auf Koh Samui, auf Phi Phi Island oder so. Hier ist einfach irgendwie eine coole Mischung so aus Locals und Leuten, die sich hier länger aufhalten. Aber das Tolle ist halt gleichzeitig, dass man hier auch immer noch alles hat. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie einen Apple Store brauche, um irgendwie was nachzukaufen oder was reparieren zu lassen oder so, dann ist hier alles vorhanden. Kann hier halt alles wirklich innerhalb von wenigen Minuten kriegen und gerade als digitaler Nomade ist das eigentlich schon ganz gut. Was natürlich auch noch echt toll ist, ist das ganze Essen hier. Es ist echt günstig und natürlich auch ziemlich lecker hier. Dementsprechend auch für Foodies ist das hier absolut gut geeignet. Aber bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die Stadt eingehen, würde ich sagen, kommen wir erstmal so zu der Stadt selber, also so von der Map her, was muss man sich da eigentlich merken? Und da gibt es so drei Areale, finde ich, die so für mich zumindest so die wichtigsten hier in Chiang Mai sind. Das ist zum einen jetzt der Ort, wo ich hier gerade bin, das ist die Neman-Gegend. Ich stehe jetzt gerade hier vor dem Maya Shopping Center. Das Maya Shopping Center ist deswegen recht wichtig, weil da das Camp drin ist. Das ist praktisch eine Art Coworking Space, wo allerdings auch sehr viele Studenten hingehen, also Thai-Studenten. Und ja, ist halt dementsprechend auch eine ganz coole Mischung da. Und das Tolle da ist halt, dass es verdammt günstig ist. Da ist halt nicht so, wie man das sonst kennt, dass man monatlich bezahlt. Da ist es dann entweder so, dass man sich entweder irgendwie teure Getränke dort kauft oder halt Essen. Und dann halt für jede 50 Baht, die man dort ausgibt, dann 2 Stunden lang dort Internet kriegt. Ich meine, jetzt sind 2 Stunden. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass man sich einfach hier beim Telefonanbieter, bei AIS, eine SIM-Karte holt. Die gibt es auch schon ab 50 Baht für 7 Tage oder halt man holt sich einfach ein monatliches Paket. Da ist dann halt ein Wi-Fi-Hotspot mit drin und dann kann man sich mit diesem Hotspot halt auch im Coworking Space da einfach immer einloggen. Das finde ich echt geil. Dementsprechend ist es ziemlich günstig hier und was man natürlich sagen muss, es ist nicht dasselbe wie jetzt irgendwie Tropical Coworking Spaces wie auf Bali oder zum Beispiel auch auf Koh Lanta, denn man hat da halt nicht diesen Community-Aspekt, also zumindest nicht so krass. Man kann hier natürlich auch Leute treffen, aber es wird jetzt nicht so krass dafür gesorgt, dass die Leute hier was zusammen unternehmen und so. Ist natürlich schon was anderes. Ansonsten ist die Neman-Gegend hier eher so die Gegend für die etwas moderneren Leute, für so Techies, Startup-Interessierte, digitale Nomaden und so. Dementsprechend, ja, wie schon gesagt, definitiv für digitale Nomaden der Place to stay hier oder zumindest nahe dazu, denn die Neman-Gegend ist auch so die teuerste Gegend in Chiang Mai, dementsprechend ist es eigentlich recht schlau, sich ein paar Minuten weg von der Neman eine Unterkunft zu suchen und dann spart man auf jeden Fall schon ein bisschen Geld. Zu den Unterkünften kommen wir allerdings auch noch später. Neben der Neman-Gegend gibt es dann auch noch die Altstadt, auch Old Town hier genannt in Englisch und dann auch noch den Night Bazaar. Zum Old Town komme ich gleich, da fahren wir nämlich gleich hin und der Night Bazaar ist jetzt nicht ganz so mega wichtig, ist halt, wie der Name schon sagt, so eine Art Night Market, ein ziemlich großer, der jeden Tag auf hat. Da kann man halt ziemlich viel kaufen, auch zu etwas günstigeren Preisen, halt zum Beispiel ein Shopping Center, gerade wenn man irgendwie ein paar Klamotten sucht. Street Food gibt es da auch sehr schön. Entsprechend, da ist eine Menge los, kann man auf jeden Fall gut mal abends hingehen.
Und was da auch noch gibt, dadurch, dass das ein bisschen weiter weg ist von den eigentlichen Hauptspots, sag ich mir hier mal. Also Hauptspots sind jetzt die Altstadt und die Numan-Gegend vor allen Dingen. Dadurch sind natürlich auch die Unterkünfte rund um den Night Bazaar ein bisschen günstiger. Wobei es da auch noch recht teure Hotels gibt, aber gerade wenn man etwas günstigeres Hostel sucht, dann kann man sich da halt auch mal ganz gut umsehen. Das war es dann jetzt erstmal hier zu der Numan-Gegend. Wir gehen dann jetzt weiter zur Altstadt, genau genommen zum Taipei Gate. Da ist nämlich auch immer ziemlich viel los und um das Taipei Gate herum ist halt auch ziemlich viel zu sehen. Dementsprechend sollte man sich den Ort in Chiang Mai auf jeden Fall einprägen. So, da sind wir auch schon hier am Taipei Gate. Man sieht das hier hinter mir. Das Taipei Gate ist eigentlich ein recht wichtiger Punkt hier in der Stadt, denn hier spielt sich eine ganze Menge ab und das liegt an der Ostseite der Altstadt. Das ist dementsprechend ein Punkt, den man sich sehr gut merken kann. Und ja, so, um sich das einmal so von der Map so von oben vorzustellen, die Altstadt ist praktisch von einem Ring umgeben. Also es ist praktisch so ein Quadrat mitten in der Stadt. Und ja, das kann man einfach gar nicht verfehlen. Und die Altstadt ist halt so der zentrale Punkt auch, nicht nur, weil es mitten in der Stadt liegt, sondern eben auch, weil sich da das meiste abspielen, also die meisten Reisenden, die sind hier in der Stadt, also gerade viele Backpacker auch. Es liegt natürlich daran, dass es hier sehr viele Unterkünfte gibt, also sehr viele Hostels vor allen Dingen. Natürlich auch ein paar kleinere Hotels gibt es in der Altstadt und zudem natürlich auch Einzelzimmer und so. Also man findet hier eigentlich alles und auch in verschiedenen Preisklassen. Also hier ist für jeden was dabei. Also ich würde sagen, so jetzt für ein Einzelzimmer, da kenne ich mich am besten aus, zahlt man hier ab 300 Watt, das sind 7,50 Euro. Aufwärts geht natürlich auch ab auf über 20 Euro. Dementsprechend, also wie gesagt, hier ist für jeden was dabei. Ganz cool und ist halt auch wirklich nicht teuer. Und das ist auch das Tolle, auch mit einem Grund, warum hier so viele digitale Nomaden ziemlich lange bleiben in Chiang Mai, ist ganz einfach, dass es hier eben so günstig ist. Nicht nur die Unterkünfte, auch das Essen. Hier, um ein kleines Beispiel noch zu geben, monatliche Unterkunft gibt es hier schon ab 80, 90 Euro im Monat. Ist jetzt natürlich nicht sonst wie geil. Das ist dann alles sehr basic gehalten. Also man darf da jetzt keinen Luxus von verlangen. Aber es gibt natürlich auch schon für 200, 300 Euro hier schon wesentlich geilere Unterkünfte. Jetzt gerade bin ich in einer Unterkunft, die eigentlich wie ein normales Hotelzimmer aussieht. Da zahle ich jetzt warm so 225 im Monat Euro. Und vorher hatte ich jetzt auch eine etwas größere Unterkunft. Da hatte ich dann zwei Balkons. Da hatte ich ein riesengroßes Wohnzimmer, ein riesengroßes Schlafzimmer, eine Küche dabei, Badewanne und so alles. Und das für ungefähr 350 im Monat warm. Also bei den Monatspreisen ist es hier meistens so, dass man halt Kaltmiete zahlt und dann halt am Ende des Monats nochmal Wasser- und Stromkosten draufkommen. Ist allerdings auch kein großes Problem, denn so teuer ist das auch nicht. Hält sich meistens irgendwo zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem natürlich, wie viel man verbraucht.
Mein Tipp hier ist, immer ein bisschen zu gucken, ob die AC, also die Klimaanlage, vernünftig funktioniert. Und das hatte ich einen Monat, da lief die nicht richtig, ich musste die total aufdrehen, weil ich da einfach dachte, das wäre ein Scheißteil. Und dann ist später rausgekommen, dass die einfach nur mal gesäubert werden musste. Ja, und dafür habe ich dann circa 25 Euro umsonst bezahlt, einfach nur an Stromkosten. Also mega dämlich das Ganze, aber gut, wusste ich halt vorher nicht. Ne? Ich hätte natürlich auch mal Bescheid sagen können. Aber dann kommen wir jetzt am besten auch direkt wieder zurück auf die Altstadt zu sprechen. Also wie gesagt, ich bin hier gerade am Taipei Gate und hier ist für gewöhnlich relativ viel los, heute nicht so. Ganz einfach, hier ist halt, wie man sieht, einfach eine große Fläche und dementsprechend sind hier öfters mal kleinere Markets, hier sind irgendwelche Veranstaltungen mit irgendwelchen Tänzern und sowas. Ne? Also hier ist immer ziemlich viel los und jeden Sonntag startet hier auch die Walking Street. Die geht dann einmal so komplett durch die Altstadt durch, da kann man halt auch super hingehen. Und ansonsten gibt es hier drumherum natürlich auch viele Restaurants, Bars. Also man findet hier eigentlich alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch Reiseanbieter und so, dementsprechend ganz cool hier. Ein weiterer Punkt hier in der Altstadt ist auch noch, dass es hier sehr viele Tempel gibt. Das ist halt auch ganz toll, wenn man hier seinen ersten Tag vielleicht morgens gerade mit dem Bus ankommt. Ist man oft ein bisschen fertig und man möchte nicht unbedingt jetzt mega riesige Touren machen, weil man sich erstmal noch ein bisschen ausruhen möchte. Und da ist die Altstadt halt auch perfekt für, denn hier gibt es sehr viele Tempelanlagen, die sind wunderschön. Also man kann ja praktisch einmal einfach über einen Tag so 3-4 Stunden durch die Altstadt gehen und sich die ganzen Tempel ansehen. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass es an einem größeren Tempel hier auch möglich ist, mit Mönchen zu sprechen. Die können zwar jetzt nicht ganz so gut Englisch, aber um mal so ein bisschen mehr so einen Einblick in den Buddhismus zu kriegen, ist das schon ganz interessant hier. Zu den Tempels gibt es jetzt auch ein bisschen mehr. Ich habe hier nämlich ein kleines Video, was ich hier mit reinschneide. Und da ist vor allen Dingen hier ein größerer Tempel aus der Altstadt drin und der Deutsche Tap. Der Deutsche Tap ist halt ein Tempel, der ein bisschen außerhalb der Stadt liegt, so 20 Minuten. Den kann man auch aus der Stadt raus sehen. Der liegt nämlich ganz oben auf dem Berg hier links neben Chiang Mai. Also viel Spaß bei dem kleinen Clip. So, da sind wir dann auch schon wieder zurück von den Tempelanlagen. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Ich finde den Clip ziemlich geil. Ich habe den vorher schon mal geschnitten. Und ja, was kann man hier denn eigentlich sonst so in der Stadt machen? Also zunächst muss man natürlich erstmal sagen, Chiang Mai ist eine Großstadt, auch wenn es nicht so eine typische Großstadt ist. Die hat mehr so den Charakter von einer deutschen Kleinstadt, finde ich, auch wenn hier viele Menschen leben. Und dementsprechend natürlich typisches Stadtleben. Hier sind viele Cafés, in denen man sich hinsetzen, arbeiten kann oder mit Freunden, whatever. Und natürlich auch viele Shoppingcenter. Also alleine ich war hier, glaube ich, schon in 6 Shoppingcentern oder so. Also hier ist wirklich, hier ist verdammt viel los. Hier findet man echt alles. Aber gut, was macht Chiang Mai so speziell? Also das, was ich an Chiang Mai so mega geil finde, ist, dass es halt einfach, wie schon erwähnt, eher so ein Kleinstadt-Feeling hat, also das Feeling von einer deutschen Kleinstadt. Es ist halt nicht so wie Bangkok oder Singapur oder sowas. Es ist halt einfach so riesig, ist so überall nur Wolkenkratzer und total busy und so. Nee, Chiang Mai ist da einfach ein bisschen ruhiger und das ist eigentlich ganz cool. Und man hat halt trotzdem hier alles, was man braucht.
Aber anyway, also was kann man hier denn jetzt so speziell in Chiang Mai machen? Und da ist zum einen natürlich gesagt, Thai-Kultur, Night Markets, die gibt es hier überall. Dementsprechend, also wer gerne isst, auf jeden Fall zu den Night Markets gehen. Im Süden und im Norden der Altstadt, da ist immer ein Night Market. Ich glaube, also im Süden bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber der ist, glaube ich, auch fast jeden Tag zumindest. Und im Norden ist einer jeden Tag, der ist allerdings nicht so der allerbeste. Was ansonsten für Streetfood richtig geil ist, ist halt hier sonntags die Walking Street in der Altstadt. Die kann man gar nicht übersehen, die ganze Altstadt ist übersät davon dann. Und ansonsten natürlich den Night Bazaar. Und man findet auch noch an den Shopping Center hier, vor allen Dingen an den Hudson Kew, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist einfach zu schwer für mich. Da ist, ich glaube, donnerstags und freitags oder so immer ein Night Market. Und am Maya Shopping Center ist an denselben Tagen auch immer noch einer. Also da kann man auch ganz gut hingehen. Und da ist ein kleines bisschen teurer als die anderen Night Markets. Aber das Essen da ist halt auch noch ein Tacken besser so, für meine Verhältnisse zumindest. Also da braucht man sich etwas weniger Gedanken machen, dass man nachher mit irgendeiner Lebensmittelvergiftung nach Hause geht. Eine sehr tolle Sache hier in der Stadt, die auch sehr bekannt ist, hier sind die ganzen Thai-Massagen. Ich weiß nicht, wie das genau hier ist, aber es gibt hier wohl anscheinend irgendwie von irgendwie alten Knasti-Frauen oder so, die Probleme haben, einen Job zu finden, hier irgendwie ein Programm, womit die halt irgendwie Thai-Massagen für 150 Baht anbieten. An manchen Tempels findet man auch schon Thai-Massagen für 140 Baht. Das sind halt so knapp unter 5 Euro, ja, ich glaube so 3,75 Euro, 4 Euro sowas um den Dreh. Und das zieht natürlich die Preise der Thai-Massagen hier in der gesamten Stadt relativ weit nach unten. Und dadurch kriegt man halt hier fast überall Thai-Massagen für 200 Watt die Stunde. Das sind natürlich jetzt nicht die krassen Luxus-Massagen hier, aber die sind auch sehr gut. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer gerne Thai-Massagen günstig haben möchte, auf jeden Fall nach Chiang Mai gehen. Und ja, also wo wir gerade bei Thai-Massagen sind, Thai-Massagen werden ja, denke ich, auch sehr gerne von Leuten gemacht, die gerne Yoga praktizieren oder so. Davon gibt es hier in der Stadt auch jede Menge. Also man findet hier eine ganze Menge Yoga-Classes und so, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Und was halt auch gerade für die, die sich ein bisschen mehr für die buddhistische Kultur interessieren, sehr interessant sein dürfte, sind auch die ganzen Meditation-Retreats hier. Denn man kann hier wirklich auch einfach so in irgendwelchen Tempeln halt auch so Meditationskurse mitmachen. Das kann halt zum einen mal ein Tageskurs sein, jetzt gerade wenn man das einfach nur mal ausprobieren möchte. Es können aber auch ganze Retreats über mehrere Tage sein. Ich glaube, das längste ist hier irgendwie 10 Tage oder so. Dementsprechend ist auch da für jeden was dabei. Sehr interessant, finde ich. Ich wollte so einen eintägigen auch mal noch ausprobieren. Ich mache das zwar auch schon jeden Tag, aber ich glaube, dass man dann noch mal so richtig von so einem Buddhisten halt zu lernen, ist vielleicht nochmal was anderes. Dementsprechend ganz cool, auch gerade jetzt für solche Geschichten definitiv gut hier hinzugehen. Jetzt gerade in dieser Szene sind ja auch recht viele Veganer unterwegs und dafür ist Chiang Mai halt auch super geeignet, denn hier gibt es viele vegetarische und vegane Restaurants. Dementsprechend wird man hier auch gut fündig. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn man gerade von Bali kommt und dann nach Chiang Mai geht, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, denn das vegane und vegetarische Essen ist in Bali, finde ich, um einiges besser. Aber ich denke, die meisten, die das so richtig krass machen, die werden wahrscheinlich auch eh selber kochen. Von daher ist das dann nicht mehr ganz so schlimm. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich dann auch schon so zu den Aktivitäten in der Stadt. Was mir jetzt gerade spontan auch einfällt, ist natürlich jetzt für digitale Nomaden hier Coworking Spaces. Hier gibt es so neben dem Camp, was ich schon beschrieben habe, im Maya Shopping Center, auch noch das Pun Space ist das. Ich war da selber noch nicht, also ich kann zu den anderen Coworking Spaces hier in Chiang Mai gar nicht so viel sagen. Es liegt ganz einfach daran, dass man da halt dann auch wieder monatlich zahlt, aber die halt auch relativ wenig für Community tun. Und ich persönlich finde, ich zahle nicht einfach nur dafür, dass ich da irgendwo einen Platz zum Arbeiten habe. Ich meine, schnelles Internet habe ich hier in jedem Café. Man sieht hier halt auch in der Stadt in jedem Café irgendwo Leute sitzen mit ihren Laptops. Also das ist hier völlig normal. Und ja, man findet hier halt auch überall Stromanschlüsse in den Cafés und so. Dementsprechend gibt es hier eigentlich keinen Grund, jetzt monatlich für einen Coworking-Space zu bezahlen, einfach nur um dort zu arbeiten, meiner Ansicht nach. Gibt sicherlich Leute, die das anders sehen, aber ich persönlich finde einfach, dass ein Coworking-Space ein bisschen mehr bieten sollte. Und das ist nun mal gerade, wenn es hier jetzt in Südostasien ist, einfach ein bisschen was für die digitalen Nomaden tun, dass da ein bisschen Community zustande kommt. Und soweit ich im Internet gelesen habe, so als ich mich jetzt informiert habe, wo ich hier dann arbeiten werde und wo nicht, schien es mir halt so, als wenn da im Pun Space nicht wirklich was dafür getan wird. Und tja, dann gehe ich nun mal auch nicht dahin, ganz einfach. Ne? Dementsprechend, also ich finde das Camp hier super so als digitaler Nomade zum Arbeiten oder auch wenn man jetzt irgendwie anders was online macht oder einfach nur im Urlaub mal irgendwie arbeiten muss.
einfach ins Camp gehen oder hier in irgendein Café oder so setzen. Das ist hier alles super geeignet und selbst in den Cafés, ich werde jetzt hier gleich mein Frühstück nehmen im Salad Concept. Salad Concept, das ist so eine Restaurantkette hier, die halt recht gesundes Essen anbieten. Und die haben halt auch Stromanschlüsse da und da ist halt auch der RS-Hotspot. Dementsprechend extrem schnelles Internet da. Mein Rekord dort liegt bei 220 Mbits, also echt krass, davon kann ich in Deutschland nur träumen. Dementsprechend, ey, für Internet ist hier gesorgt, man braucht absolut nicht monatlich hier für einen Coworking Space zu bezahlen, meiner Ansicht nach. Okay, so viel also zu den Aktivitäten hier innerhalb der Stadt. Jetzt gleich geht es dann darum, was man so außerhalb der Stadt noch machen kann und dazu werde ich gleich hoch Richtung Deusto Tep fahren. Das ist halt so ein Tempel hier, wie schon gesagt, der 20 Minuten außerhalb der Stadt liegt mit dem Motorbike und ja, also es empfiehlt sich da ja auch sehr gut, das zu machen, wenn man jetzt nicht allzu viel Zeit hat oder einfach mal nicht den ganzen Tag jetzt verschwenden möchte, weil man noch irgendwas anderes vorhat. Dementsprechend sehen wir uns gleich oben. Laying in your bed, fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? You live, you learn. When your heart is set to burn, fading away until the light will return. So, sind wir auch erstmal noch bei den Transportmitteln hier in Chiang Mai und wie du siehst, das allergeilste Transportmittel hier ist für mich der Scooter. Auch wenn es immer nicht so ganz ungefährlich ist hier im asiatischen Verkehr, ist der Scooter, finde ich, das allerbeste. Ganz einfach, weil man total flexibel ist mit der ganzen Geschichte. Wichtig hierbei ist natürlich auch, wo es gerade um Sicherheit geht, Helm tragen. Nicht vergessen, ich habe das jetzt nur gerade hier für die Kamera mal gemacht, damit es ein bisschen besser aussieht. Ansonsten trage ich den auch immer. Wer mir nicht glauben will, einfach mal bei Google Bildersuche Scooter Thailand oder sowas eingeben oder Motorbike Thailand. Da findet man dann entsprechende Fotos, was passiert, wenn man nicht regelmäßig einen Helm trägt. Dementsprechend vom Profi gemacht hier, nicht nachmachen zu Hause, Kinder. ja, also warum finde ich Scooter so geil hier? Ja, wie man jetzt sieht, man kann einfach so aus der Stadt rausfahren, überall hin. Ich bin auch schon 2 Stunden runter nach Doi Thanon gefahren, das ist der höchste Punkt in Thailand, mit einem echt geilen Viewpoint und einem echt geilen Tempel auch. Also dazu kommen wir später nochmal, habe ich auch noch richtig geile Videoaufnahmen. Und ja, man kann halt einfach wirklich um die Stadt herum alles erkunden. Dementsprechend empfehle ich allgemein jedem, bevor man einen Thailand-Urlaub macht, egal ob es jetzt ein Urlaub oder Backpacking ist, einfach zu Hause mal kurz für wenig Geld noch einen 25er-Führerschein zu machen. Der ist zwar hierfür nicht gültig, aber dann lernt man wenigstens Scooter fahren und kann hier sicher fahren. Und wenn man hier erwischt wird, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ich habe jetzt nur einen Autoführerschein mit, einen internationalen und keinen Motorradführerschein, kostet dann hier 400 Baht, das sind ca. 10 Euro und man kriegt dann sogar noch einen Wisch darüber, also ein Papier. Kommt gerade auf, das ist ein bisschen laut. Noch eins. Also man kriegt dann noch ein Papier darüber und dann darf man praktisch mit dem Papier 3 Tage lang umsonst Motorrad fahren. Also die Gesetze sind hier bei Weitem nicht so krass wie in Deutschland. Dementsprechend ist es auch okay, sag ich mal, hier ohne entsprechenden Führerschein zu fahren. Deswegen lern zu Hause einfach am besten Scooter fahren. Da hast du dann halt einen 25er und hier hast du dann halt einen 110 bis 125 Kubik. Ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Also mit dem Teil hier fahre ich auch bis zu 100 Stundenkilometer hier, so Maximalgeschwindigkeit, natürlich nur, wenn niemand hinten drauf setzt. Mehr würde ich hier allerdings auf den Straßen auch nicht fahren und das ist auch ein Grund, warum ich immer diese Scooter hier nehme, anstatt ein größeres Motorrad, denn ich meine, es wird nur unsicherer und viel mehr als 100 Stundenkilometer würde ich hier sowieso nicht fahren. Also würde das auch keinen Sinn machen, hier eine größere Maschine zu nehmen, meiner Ansicht nach. Und natürlich, jemand, der wirklich gerne Motorrad fährt, der wird sicherlich da seinen Bedarf haben, der will vielleicht ein bisschen mehr Beschleunigung haben in den Kurven oder sowas. Ich kenne mich da nicht aus. Aber für mich reicht das hier super und ich denke auch, dass das für die meisten Reisenden hier reicht. Ansonstige Transportmittel hier in Chiang Mai, was sehr bekannt und auch gut ist. Jetzt ist mein Rucksack hier runtergefallen, ist nicht schlimm, lass mal liegen, dann fällt er nicht nochmal runter. Sind die Song Taos, da ist auch gerade einer lang gefahren. Song Taos, das sind praktisch diese roten Taxis hier, die kann man einfach ranwinken, wenn man am Straßenrand steht.
Und dann fahren die halt einfach ran und man kann ihnen sagen, wo man hin will. Und wenn man halt gerade auf der passenden Route von denen liegt, dann nehmen die einen für gewöhnlich recht günstig mit. Ansonsten kann das allerdings auch ein bisschen mehr Geld kosten. Ist allerdings für gewöhnlich auch dann immer noch günstiger, anstatt sich hier ein Taxi oder ein Tuk-Tuk zu nehmen. Dementsprechend definitiv empfehlenswert, hier so einen Songtao immer zu nehmen. Die fahren hier auch überall rum, also einfach ein bisschen Straße entlang schon in die Richtung gehen, in die man will, einfach ranwinken und sagen, wo man hin möchte. Auch ruhig immer ein bisschen handeln dabei, das ist oft schon, dass die halt dann auch für Touristen ein bisschen größere oder höhere Preise verlangen, wie das hier halt nun mal so üblich ist. Und wenn man da ein bisschen verhandelt, dann kriegt man für gewöhnlich einen höheren Preis raus. Ich habe auch schon mal 4 Songtaos hintereinander angehalten, weil mir der Preis zu teuer war, weil ich wusste, dass ich es günstiger kriege. Und beim 4. habe ich dann anstatt 100 Baht 30 Baht bekommen. Also ziemlich viel Geld gespart. Jetzt natürlich umgerechnet ist es nicht so viel für uns, aber jetzt mal prozentual gesehen. Ne? Dementsprechend Songtao sind hier so ziemlich das Beste. Und ansonsten hat man hier noch Uber. Das funktioniert hier ziemlich gut, auch wenn die Taxifahrer das überhaupt nicht mögen. Und dann gibt es natürlich noch, wie überall in Thailand oder Südostasien, Tuk-Tuks. Sind allerdings hier, finde ich, ziemlich teuer in Chiang Mai und die fahren auch echt wie die besenkten Säue. Also ich fühle mich da nicht wirklich wohl mit, deswegen nehme ich die eigentlich schon gar nicht mehr. Ich habe das hier einmal in Chiang Mai gemacht und nie wieder. Und ansonsten natürlich auch noch normale Taxis. Also gerade jetzt, wenn man direkt am Airport kommt, entweder ein normales Taxi nehmen oder teilweise stehen auch schon ein paar Songtaos bereit, muss man dann halt gucken, was man gerade hat. Aber für gewöhnlich jetzt zum Flughafen aus, auch sind die Taxis in die Stadt nicht sehr teuer. Da ist man meistens irgendwo bei 150 bis 200 Baht. Dementsprechend alles ganz okay. Es liegt natürlich auch daran, dass der Flughafen sehr nah an der Stadt liegt. Dementsprechend günstig ist es natürlich. Ja, so viel zu der Transportation hier in Chiang Mai. Es gibt hier nicht sowas wie in Bangkok, wie eine U-Bahn oder eine Straßenbahn oder halt ein Skytrain oder sowas. Das hat man hier alles nicht. Man muss hier halt definitiv mit anderen Verkehrsmitteln klarkommen. Und ja, es geht jetzt weiter. Ich bin jetzt hier praktisch schon fast am Deutsche Tab, weil mir unten ehrlich gesagt ein bisschen zu viel los war, um jetzt hier um die Aktivitäten zu sprechen. Darum geht es gleich noch. Und mir fällt auch gerade noch ein, ich habe noch das Nightlife von der Stadt vergessen. Das machen wir dann auch gleich am nächsten Spot. Also wir sehen uns dann wieder etwas weiter unten. So, da sind wir jetzt auch angekommen. Ich bin jetzt hier am Huai Ki Waterfall. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Der ist gerade mal so 10 Minuten aus der Stadt raus, also so ganz am Rand, so Richtung Doi Su Thep. Jetzt den Wasserfall hier sieht man im Hintergrund nicht großartig. Es ist jetzt auch kein riesengroßer Wasserfall, also jetzt nicht so nennenswert, finde ich. Aber es ist ein ganz gutes Plätzchen hier jetzt für das Video. Ist ein bisschen ruhiger und ich habe jetzt ein bisschen länger wegen den ganzen Aktivitäten. Aber vorher noch, wie versprochen, einmal zum Nightlife in Chiang Mai. Also es ist natürlich eine Stadt und man kann da natürlich eine ganze Menge machen abends. Natürlich eine Menge Bars da, Restaurants und so. Welche ich jetzt so am meisten empfehlen kann, ist sich vor allen Dingen so die Plätze auszusuchen, wo viele Locals hingehen. Es ist vor allen Dingen das Good View. Das ist etwas östlich gelegen von der Altstadt und direkt neben dem Gold View, dem Good View, gibt es auch noch das Riverside. Also das Good View selber ist praktisch so eine, ja, manchmal spielen die Rock, manchmal eher Pop und sowas, also es wechselt da immer so ein bisschen, man kann auch essen und so. Ist ziemlich groß tatsächlich, also ja, ist halt einfach so wie so eine Musikkneipe praktisch, aber halt ein bisschen größer, wo man halt ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Das Riverside, das ist eigentlich auch ein Restaurant, aber im Eingangsbereich haben die halt so eine kleine Bühne, auf der jeden Abend irgendwelche Livebands spielen. Das ist da dementsprechend auch ganz gemütlich. Und die haben halt auch die Besonderheit, wie der Name schon sagt, Riverside, dass die direkt am River, an dem Ping River hier liegen. Und da kann man halt auch solche Bootstouren mieten, dass man dann halt abends praktisch sein Abendessen direkt auf dem Boot hat, während man da halt auf dem Ping River rumcruist. Dementsprechend eigentlich ganz interessant. Ich habe es noch nicht gemacht, aber es sah zumindest so, als ich da war, alles ziemlich cool aus.
und dementsprechend sehr empfehlenswert. Ansonsten gibt es in der Nymann-Gegend, in der Nymann-Minn-Straße auch noch das Warm-Up-Café. Warm-Up oder Wake-Up, ich bin nicht schlüssig, weil da gibt es auch noch so ein halbes Coworking-Space, ist auch noch, ich meine Wake-Up heißt, also müsste Warm-Up ist glaube ich der Party-Place, ich schreibe das hier einfach nochmal hin. Und da kann man halt auch super feiern gehen, ist auch ziemlich groß der Laden, hat halt praktisch auch mehrere Räume mit verschiedenen Musikrichtungen, wie man das so kennt. Sind allerdings auch größtenteils Locals da, also man sieht nicht ganz so viele Reisende, ist eigentlich, ich verstehe gar nicht warum. Die meisten Reisenden, die gehen ins Zoe in Yellow, das ist so eine Bar-Ecke, wo verschiedene Bars sind und Zoe ist halt so die größte Bar da. Und ja, es ist halt elendig laute Techno-Musik, also eher kommerzieller Techno jetzt und dann natürlich einen ganzen Haufen betrunkener Backpacker, also das, was man eigentlich auch eher vom Süden Thailands kennt. Und ich persönlich finde es dementsprechend, weil man sowas in der Richtung halt überall sieht, nicht mehr ganz so interessant. Um Mitternacht macht das Zoe zu, das Zoe in Yellow, und dann gehen eigentlich alle Leute immer weiter ins Spicy. Das ist circa 10 Minuten vom Zoe entfernt und östlich von der Altstadt, also auf dem äußeren Ring. Und da ist dann eigentlich auch nur noch eine Stunde Party angesagt, denn dann wird der Bordstein hochgeklappt in Chiang Mai, dann ist da nicht mehr viel los. Was aber eigentlich auch gut ist, denn das ist wahrscheinlich auch noch mit einem Grund, warum es nicht ganz so viele Partytouristen anzieht und die Stadt dementsprechend auch ein bisschen anderes Flair hat als meint andere Flecken in Thailand und natürlich auch anderen Orten, an denen viele Touristen abhängen. Ja, so viel zum Nightlife. Was auch noch ganz cool ist, wenn man Fan vom Boxkampf oder auch Thai-Boxen ist, es gibt in der Loy Krow Road auch noch ein Thai-Boxen-Stadium. Ich weiß jetzt nicht, ob da jeden Abend was ist, aber ich meine schon. Auf jeden Fall einfach mal hingehen und gucken, für wen das was ist. Der hat da sicherlich auch ganz gut was zu sehen. Ansonsten natürlich einfach ein bisschen rumschauen. Es gibt hier so viele Bars, so viel, was man machen kann abends. Das kann man gar nicht alles in dieses Video packen. Gut, aber jetzt weiter direkt hier zu den Aktivitäten, die außerhalb der Stadt liegen. Man kann eine ganze Menge machen. Ich würde sagen, ich arbeite das jetzt hier kurz einfach mal ab. Jetzt, ich will ja nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, weil sonst wird das Video nachher irgendwie eine Stunde lang und da kann auch keiner mehr zuhören. Das erste, was mir dazu einfällt, wo wir hier auch gerade hier sind, sind Wasserfälle. Wasserfälle gibt es hier eine ganze Menge. Natürlich einmal jetzt so zwei, drei Wasserfälle, die relativ nah an der Stadt liegen, also so 10 bis 20 Minuten außerhalb der Stadt, einmal der, wo ich jetzt gerade bin. Und dann noch, wenn man Richtung Doi Su Thep hochfährt, auf der rechten Seite ist auch noch ein Wasserfall. Ich war bei dem jetzt noch nicht, weil der auf Google noch nicht ganz so interessant aussah und man da auch Eintritt zahlen musste. Dementsprechend sah ich jetzt keinen Grund, da hinzugehen. Dann die nächsten Wasserfälle, die liegen etwas nördlich von Chiang Mai. Das ist der Messar Waterfall vor allen Dingen. Und dieser Wasserfall, der erstreckt sich über mehrere Ebenen. Ich glaube 10 Stück, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es exakt 10 sind. Auf jeden Fall kann man da durchaus so, wenn man sich zwischendurch noch alles anguckt, so 2 Stunden laufen. Und dementsprechend ganz gut, wenn man einfach mal einen Tag spazieren gehen und ein paar Wasserfälle sehen will. Ist auch echt schön, auch wenn die alle ein bisschen kleiner sind. Und ja, es liegt circa 30 Minuten außerhalb der Stadt, also nicht ganz so weit. Ich gehe jetzt bei den Minutenzahlen immer vom Scooter aus. So die näheren Wasserfälle kann man auch ganz gut noch mit dem Song Tao oder mit geführten Touren erreichen. Ich persönlich würde es jetzt nicht empfehlen, da hat man dann wieder nur den ganzen Gruppendruck, das muss ja nicht sein. Aber gut, jedem selbst ist natürlich auch immer die Frage, ob man Scooter fahren kann oder nicht. Und dann die ganzen anderen Wasserfälle, die liegen halt ein bisschen weiter außerhalb der Stadt. Also am Mae Sai, da ist auch noch ein anderer Wasserfall, der ist auch ganz schön, der liegt so auf dem Weg zum Messal, muss man dann halt zwischendurch abfahren. Ist auch nicht so weit, kann man noch machen. Aber die anderen sind halt alle weiter weg und das finde ich trotzdem, lohnt sich da auf jeden Fall hinzufahren. Vor allen Dingen zu dem, welcher war das jetzt, der Mae Ya Waterfall. Das ist einer, der liegt sehr nah am Doi Itanon. Also das Doi Itanon erwähne ich jetzt einfach mal gerade mit. Ist auch eine sehr interessante Sehenswürdigkeit hier allgemein in Thailand und natürlich Chiang Mai. Es liegt 2 Stunden mit dem Scooter unter Chiang Mai. Und zwar ist das der höchste Punkt in Thailand. Auch mit einem sehr schönen Tempel, also eigentlich 2 Tempel, die so gegenüber gebaut sind, mit so einem schönen Garten nebendran. Dass da alles so schön aussieht, liegt daran, dass es ursprünglich ein Geschenk für den König war. Und dementsprechend, also es ist einfach Hammer, muss man einfach gesehen haben, da hinzugehen. Man ist auch sehr weit über den Wolken, ist sehr kühl dort oben, dementsprechend auch ein bisschen erfrischend. Und ja, also auf dem Weg dorthin findet man halt auch mehrere Wasserfälle, darunter halt der Mae Ya Waterfall. Der Mae Ya Waterfall liegt jetzt nicht hundertprozentig auf dem Weg, man muss tatsächlich das so ein bisschen weiter praktisch an der Ausfahrt zum Doi Itanon vorbeifahren und dann kommt man halt zu dem Wasserfall. Ist halt, ich glaube, so circa
15, 20 Minuten Umweg. Lohnt sich aber definitiv, denn dieser Wasserfall, der ist 70 Meter hoch und das auf so ganz vielen kleinen Etagen. Also das sieht wunderschön aus. Kann ich jedem nur empfehlen, da hinzugehen, muss man gesehen haben. Und ja, einfach bemerkenswert. Also definitiv finde ich einer der schönsten Wasserfälle hier in Thailand. Und ja, so auf dem Weg drumherum findet man halt auch noch wieder ein paar andere. Da muss man sich dann am besten auf dem Google Map einmal angucken, jetzt die alle hier aufzuzählen, auch wieder ein bisschen viel. Dann die anderen Wasserfälle, die sind im Norden, so circa 1,5 Stunden entfernt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Namen vergessen, kann ich hier aber nochmal einblenden. Und direkt nah an diesen Wasserfällen im Norden liegen auch noch heiße Quellen. Die finde ich super schön da, denn die sind wie in Island auch noch naturbelassen. Also es ist nichts drumherum gebaut, um Eier zu kochen oder sowas, wie das dann in den heißen Quellen östlich von Chiang Mai ist. Und man muss natürlich sagen, die sind abgegrenzt, also man kann jetzt nicht total nah dran gehen, ist aber auch besser, sonst würden sich vielleicht einige Leute da auch verletzen, das Wasser ist nämlich echt heiß. Aber auf jeden Fall sehr cool anzusehen. Was man bei den heißen Quellen allerdings sagen muss, ist, dass die Straße, die direkt dorthin führt, so für ein paar Minuten total unbebaut ist. Also man fährt da schon nur über so einen Schotterweg und das ist dann natürlich im Scooter nicht mehr ganz so angenehm, aber es geht, man erreicht es. Ich habe mir keinen Platten geholt. Und das sind auch nur irgendwie, ich glaube, 10 Minuten oder 15 Minuten waren das oder weniger. Wenn man da langsam fährt, passiert einem nichts. Was ich noch zu den Straßen hier allgemein um Chiang Mai rum sagen muss, ist, dass die wirklich gut dastehen. Natürlich nicht blauäugig sein, man muss hier schon noch auf Schlaglöcher achten und so. Kann immer mal ein bisschen was sein in Thailand. Aber die sind wirklich noch relativ neu, die Straßen. Die sehen zumindest neu aus und sehr gut erhalten. Und da kann man echt super Scooter fahren, auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Also wie gesagt, ich bin ja außerhalb der Stadt auch mit 90 bis 100 Sachen unterwegs. Ist gar kein Problem. Ja, so viel zu Wasserfällen und zu den heißen Quellen. Finde ich persönlich super geil. Dann, besonders im Norden, gibt es auch noch eine Cave, also eine Höhle. Die Chong oder Klong Dao Cave. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich war da auch noch nicht. Da wollte ich jetzt nächstes Wochenende noch hinfahren. Da werde ich dann auch noch ein paar Videos von hier mit reinschneiden. Und da soll auch noch ein ganz schöner Tempel davor sein. Also denke ich auch noch empfehlenswert, da hinzugehen. Ist auch ganz cool aus, so auf den Bildern, weil die da noch so irgendwie so buddhistische Statuen und so in den Eingang der Höhle gebaut haben. Ganz interessant. Eine andere Höhle hatte ich zumindest auf Schildern gesehen. Gibt es auch noch östlich von Chiang Mai. Jetzt, man hört allerdings nicht so viel von der Höhle. Dementsprechend denke ich mal, dass die nicht ganz so interessant ist. Würde ich sonst aber auch noch mal nachgucken. Wenn man jetzt schon alles gesehen hat und nicht mehr weiß, was man noch machen soll, dann ist das vielleicht auch noch was, wo man hingehen kann. Und dann auch noch ein weiterer Punkt, so nah an Chiang Mai, ist auch noch der Tao Lake. Der ist auch so 20, 30 Minuten aus Chiang Mai raus, wenn man nördlich fährt. Also kann man ganz gut mit dem Messar-Wasserfall verbinden. Das ist ein recht schöner See, der ist praktisch direkt vor so einem etwas höheren Berg. Und ich finde das immer ganz cool, so an gewissen Tageszeiten, wenn dann so die Sonne so schräg über den Berg scheint. Und gerade in der Burning Season ist es eigentlich nicht so schön, weil dann die ganzen Bauern halt den ganzen Rauch da in die Luft bringen. Aber das sieht dann ziemlich schön aus, weil dann die Sonne da so reinscheint und sich dann halt in diesen Rauch so vor dem Berg dann die Sonne fängt. Es gibt eigentlich echt schöne Porträts, schöne Aufnahmen. Ist, denke ich, für Fotografen ganz gut, dahin zu gehen. Und was halt auch allgemein für jeden an diesem See ganz toll ist, man kann zum einen baden und in den See sind halt auch noch solche Hütten reingebaut. Und da kann man halt sich hinsetzen und dann halt essen. Ist, denke ich, ganz gut, wenn man mal einen Ausflug irgendwie zu zweit oder so machen will. Thank you.
Das waren jetzt die Aktivitäten, die man am besten selber macht und nicht mit geführten Touren. Die anderen Aktivitäten, die dann jetzt hier kommen, das sind halt Aktivitäten, die man am besten mit geführten Touren macht. Und da das absolute Highlight hier in Chiang Mai ist, denke ich, die Elefanten. Hier sei gesagt, bitte keine Touren machen, wo Elefanten geritten werden, denn die Tiere werden wirklich übelst gequält, um die dahin zu bringen, dass die Menschen auf sich reiten lassen. Auch wenn das vielleicht an den Tagen, wo Elefanten reiten, ist, nicht so aussehen mag, das ist echt nicht gut für die Tiere. Dementsprechend am besten, wenn du hier bist, einfach nach Elephant Sanctuaries suchen. Das sind nämlich die, die halt eben solche Elefanten aufnehmen und auch Babyelefanten großziehen, ohne die zu quälen. Da ist dann kein Elefantenreiten. Da geht es dann wirklich nur darum, einfach einen schönen Tag mit den Elefanten zu verbringen. Da gibt es dann zum einen Halbtagestouren und auch Ganztagestouren. Und das sieht dann meistens so aus, also bei einer Ganztagestour, das, oder eigentlich bei beiden Touren, dass man erstmal Elefanten kennenlernt, also die ein bisschen mit Zuckerrohr füttert oder mit Bananen und so, das haben die ganz gerne. Die fressen halt den ganzen Tag, die sind nicht so wie wir, dass die da irgendwie ihre Zeiten haben. Und danach ist dann zumindest bei den Ganztagstouren erstmal eine längere Tracking-Tour mit den Elefanten. Die geht dann meistens so 2-3 Stunden lang, ist ganz cool, mit denen da durch den Urwald zu laufen. Und bei den Halbtagstouren, da gibt es diese Tracking-Tour zwar auch, aber die fällt da halt wesentlich kürzer aus, dann nur eine halbe Stunde oder so. Und dann endet das halt immer damit, dass man dann irgendwo an den Fluss mit den Elefanten geht und die dann halt wäscht. Das ist besonders mit den Baby-Elefanten ganz cool. Die spielen halt gerne, die fangen dann an, sich da im Wasser zu wälzen. Dann siehst du nur noch so einen Rüssel hochgucken, so total süß, das ist, weil die dann halt wie so ein Schnorchel durch den Rüssel atmen. Also das finde ich immer mega cool mit den Kleinen. Und ja, es ist halt cool. Elefanten sind echt faszinierende Tiere. Ich kann das jedem empfehlen, nur zu machen. Und vor allen Dingen, wenn man diese Elephant Sanctuaries unterstützt, tut man eigentlich auch noch was Gutes für die Elefanten, denn frei rumlaufen können die hier eigentlich auch nicht mehr, denn man kann sich's denken, sind halt Wilderer, die an die Hörner wollen oder die auch einfach aus Spaß erschießen oder so. Das ist halt scheiße, ist halt typisch Mensch oder typisch schlechter Mensch. Und diese Sanctuaries sorgen dann praktisch dafür, dass die Elefanten in Sicherheit sind, dementsprechend unterstützenswert. Eine weitere Tour, die hier auch sehr beliebt ist, ist dann die Tour nach Chiang Rai. Da gibt es den berühmten Weißen Tempel und auch noch weitere Sehenswürdigkeiten. Das kann man auch noch mit einer größeren Tour zum Golden Triangle verbinden. Der Golden Triangle ist so der nördlichste Punkt in Thailand, wo sich praktisch Laos, Burma und Thailand treffen, also die Grenzen von denen. Und da kann man dann halt auch noch mit inklusive in dieser Tour auch noch so eine Bootstour mitmachen, wo man dann praktisch zwischen diesen Ländern herfährt. Da sieht man dann halt auch diese Gabelung von dem Fluss. Das fand ich ziemlich schön. Und ja, man sieht halt sehr viel von der Landschaft und von dem Ganzen drumherum. Auch ein bisschen, wie die ganzen Leute hier außerhalb der Stadt leben. Da sind halt sehr viele Farmer von Reisfeldern, Erdbeeren und allen möglichen Pflanzen, die hier an. Das ist auch sehr schön zu sehen. Und hier gibt es auch einige Tee- und Kaffeeplantagen. Ist auch sehr interessant, wobei es da dann auch teilweise wieder besser ist, die Tour selber zu machen, auch wenn es ein bisschen weiter entfernt ist. Denn dann hat man halt auch ein bisschen mehr Zeit, sich das alles nochmal in Ruhe anzusehen. Dann gibt es natürlich auch noch so die typischen Touristensachen hier, die man halt eigentlich auch überall machen kann. Das ist zum einen natürlich Trekking. Also hier gibt es sehr viele Berge drumherum und dementsprechend kann man hier super gut laufen gehen. Andere Touren sind dann zum Beispiel noch das Ziplining. Da würde ich hier den Flight of the Gibbon empfehlen. Ich habe es selber nicht gemacht, aber ich habe nur Gutes darüber von anderen gehört. Ist zwar etwas teurer, aber die achten da wohl auch ganz gut auf Sicherheit, denn hier sind halt nicht so die gesetzlichen Bestimmungen, die man in Europa hat.
Dementsprechend ist es hier natürlich ein bisschen unsicher, Ziplining zu machen, und da ist es dann definitiv besser, einen teuren Anbieter zu wählen. Was bei diesem Flight of the Gibbon wohl auch noch ganz gut ist, dass man hin und wieder mit etwas Glück auch noch Gibbons sehen kann, also natürlich lebende. Wäre persönlich jetzt für mich so der Grund, da hinzugehen. Das Ziplining selber interessiert mich persönlich jetzt nicht so. Aber so Gibbons in echt durch den Wald zu sehen, das stelle ich mir schon ganz cool vor. Dazu muss man natürlich sagen, dass es wirklich Glückssache ist. Es ist jetzt dasselbe, als wenn du tauchen gehst und irgendwie einen Walhai sehen willst. Brauchst du halt auch einfach Glück, dass dir da auf einmal, ja, dass da auf einmal einer in der Gegend ist. Ne? Weitere Touren ist dann hier auch noch, was vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist, was auch in der Shanghai-Tour, meine ich, sogar teilweise mit drin ist, je nachdem, welche Tour man wählt, dass man diese Hill-Tribes hier sieht. Das sind halt diese Long-Naps, Einheimischen hier, die halt diese ganzen Ringe um den Hals tragen, die gibt's hier auch. Ist ganz cool anzusehen. Die verkaufen da allerdings auch eine ganze Menge, also man kann dann da in deren Dörfer reingehen und kriegt dann halt alles mögliche an Souvenirs angeboten. Ich persönlich habe da nichts gekauft, zwar ganz einfach aus dem Grund, dass ich beobachtet habe, wie da eine Mutter ihren Jungen mit dem Stock verprügelt hat. Und ja, das wollte ich dann nicht unterstützen, dementsprechend habe ich da kein Geld für auszugeben. Also auch hier mein Tipp, gib denen kein Geld, die sollen aufhören, ihre Kinder mit Stöcken zu schlagen. Und dann eine weitere Attraktion noch, wo ich auch gerade überlegen bin, jetzt, wenn ich es irgendwie noch schaffe, in den nächsten Wochen zu machen, ist eine Rafting-Tour hier, denn jetzt hier gerade regnet es ziemlich viel, also in der Rainy Season ist halt allgemein ganz gut für Rafting, ist natürlich logisch, dann ist halt einfach mehr Wasser. Dasselbe zählt übrigens auch für die Wasserfälle, denn wenn es jetzt hier mehrere Wochen nicht geregnet hat, dann sind die Wasserfälle natürlich trocken, dann sieht man da auch nicht so viel. Wobei ich sagen muss, dass selbst in Trockenzeiten der Meyer Waterfall trotzdem noch recht aktiv war. Ich weiß nicht, ob da irgendwie eine Quelle oder sowas ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall selbst, also ich war jetzt hier letztes Jahr am Meyer Waterfall, da beim Doetanon, und da hatten wir sogar leichte Waldbrände noch, also jetzt nicht richtige Waldbrände, aber es halt so an der Seite halt schon so ein bisschen leicht am Brennen war, wenn man da lang gefahren ist, so an den Straßenseiten halt. Und da war trotzdem noch relativ viel Wasser im Meyer Waterfall. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt dieser Wasserfall hier, wo ich jetzt gerade bin, war vor wenigen Wochen hier noch komplett trocken, wo ich hier hingekommen bin, oder vor 2-3 Monaten. Dementsprechend am besten, wenn man was mit Wasserfällen machen will, auch gucken, dass man hier jetzt nicht unbedingt in einer Hot Season hingeht. Ja, das waren dann so die wichtigsten Touren hier in Chiang Mai. Es gibt natürlich noch so ein paar kleinere, die jetzt nicht ganz so erwähnenswert sind. Mal einfach mal gucken, wenn man an den ganzen Touristenständen ist oder auch in seinem Hotel, da liegen meistens eine ganze Menge Flyer aus, und da kann man dann halt einfach schauen, was da für einen in Frage kommt. Na, aber das sind die Touren, die ich jetzt erwähnt habe, das sind eigentlich so die Touren, finde ich, die man hier am ehesten machen sollte, gerade wenn man jetzt als Backpacker nur ein paar Tage hier verbringt. Okay, dann ist natürlich jetzt noch die Frage, wie es nach Chiang Mai weitergeht. Also was kann man jetzt so nach Chiang Mai machen, oder beantworten wir am besten erstmal die Frage, wie man hier überhaupt hinkommt. Also Chiang Mai ist ja sehr weit nördlich gelegen, so circa 600 Kilometer von Bangkok entfernt. Dementsprechend meine Empfehlung ist es ja, einfach mit dem Flugzeug hinzufliegen. Von Bangkok aus hier kommt man hier für circa 25 Euro hin. Ist also nicht wirklich teuer, und wenn man bedenkt, ein Nachtbus hierhin, der kostet nur 20 Euro, ist also jetzt nur 5 Euro Unterschied, da lohnt es sich dann halt echt schon, einen Flieger zu nehmen. Was man natürlich trotzdem erwähnen muss, ist, dass man die Taxikosten in Bangkok zum Flughafen hin hat, und dann ist es vielleicht wieder 10, 15 Euro teurer. Aber es lohnt sich, denke ich, denn so eine Nachtfahrt, also ganz ehrlich, nach so einer Nachtfahrt mit dem Bus ist man einfach im Arsch, und dann hat man hier halt einen Tag verloren. Also gerade wenn man jetzt als Backpacker vielleicht nur 2-3 Wochen unterwegs ist hier, dann lohnt es sich, finde ich, nicht, da einfach einen Tag für wegzuschmeißen. Da kannst du lieber ausschlafen, dann hier vielleicht um 9 Uhr morgens am Don Muang Flughafen einen Flug nach Chiang Mai nimmst, glaube ich, was waren das jetzt, 1,5 Stunden Flug oder weniger. Und dementsprechend, das lohnt sich einfach mehr. Dann hat man einfach noch ein bisschen mehr Energie über den Tag und kann dann hier halt noch ein bisschen mehr machen, sich zum Beispiel dann vernünftig die Innenstadt ansehen, also die Altstadt. Ja, so, das sind auch dann so die beiden besten Möglichkeiten, hier nach Chiang Mai zu kommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es hier eine Train Station gibt. Weil ich bin ehrlich gesagt in Thailand noch nie mit dem Zug gefahren, und ich wüsste jetzt auch nicht warum. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer als ein Bus, aber keine Ahnung. Ich check das hier mal noch. Wenn es eine Train Station, also eine Zugverbindung hier gibt, dann schreibe ich hier jetzt ja, es gibt eine Zugverbindung rein, und wenn nicht, dann schreibe ich hier einfach nein rein. Ganz einfach, recherchiere ich nochmal. Aber also wie gesagt, ich persönlich bin jetzt immer mit Bus und Flugzeug klargekommen, also einfach darauf verlassen ist meiner Ansicht nach die besten Möglichkeiten, hier nach Chiang Mai zu kommen und natürlich auch wieder wegzukommen. Okay, jetzt natürlich die ursprüngliche Frage, was kann man jetzt so um Chiang Mai machen, wenn man hier von weiterziehen will.
Und zum einen jetzt erstmal für die digitalen Nomaden. Chiang Mai ist ein guter Punkt, um Visa-Runs zu machen. Die gehen zum einen nach Burma als auch nach Laos. In Burma ist das dann der Punkt Messai. Messai liegt halt etwas nördlich von Chiang Mai, also 4 Stunden circa, ist halt hinter Chiang Rai. Gibt es da direkte Busverbindungen für 160 Baht einen Weg. Der geht dann halt über Chiang Rai, also kann man halt, wenn man möchte, auch noch aussteigen und sich Chiang Rai ein bisschen ansehen. Und Visa Run, da wechseln halt die Gesetze immer ein bisschen zu. Jetzt gerade sind Visa Runs problemlos möglich, zumindest zweimal über Landesgrenzen, also wenn man jetzt zu Fuß oder mit dem Bus den Visa Run macht. Das wird sich allerdings wahrscheinlich auch dann wieder irgendwann ändern. Also nicht drauf verlassen jetzt, was ich hier sage, denn das kann in ein paar Monaten wieder anders sein. Und das ist ganz einfach. Also einfach nach Messai fahren mit dem Bus, dann nimmt man da ein Van bis zur Grenze. Also diese Song Taos, die stehen da halt auch. Boah, meine Stimme, die wird gerade schon wieder ein bisschen kratzig, weil ich jetzt schon so viel am Labern will. Und ja, auf jeden Fall, dann geht man einfach über die Grenze rüber und kann dann eigentlich, wenn man möchte, einfach die Straßenseite wechseln und wieder zurückgehen. Was man allerdings auch noch machen kann, was ich jetzt auch gemacht habe, ist sich einfach in Burma da einen Tuk-Tuk nehmen und dann einmal kurz rumfahren lassen. Sieht man noch ein bisschen was von Messai und von den Tempeln. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Man kann natürlich auch ein paar Tage länger in Burma verbringen, da muss man sich allerdings vorher ein Visum für holen. Eine andere Möglichkeit über Laos, die ich sehr interessant finde, ist die Tour über den Ping River zu machen. Also man hat dann praktisch die Möglichkeit, entweder mit dem Schnellboot eine Tagestour zu machen über die Grenze zu Laos. Da sieht man natürlich ein bisschen weniger, weil es ein Schnellboot ist. Oder man macht eine dreitägige Tour, da fährt man dann praktisch erst mit einem langsamen Boot über den Fluss und hat dann halt, ich glaube, unterwegs ein oder zwei Punkte, an denen man übernachten kann. Also man schläft jetzt nicht auf dem Boot, dementsprechend ist es nicht ganz so unkomfortabel. Aber ich stelle mir das ziemlich cool vor. Ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, einfach weil ich nur mal, ich brauche Internet, ich muss halt arbeiten. Ansonsten denke ich, ist das eigentlich die coolere Variante, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit zieht, aber da sieht man halt auch eine Menge. Und man kann von dort aus dann halt auch direkt noch Laos mitnehmen, wenn das jetzt halt gerade für einen Backpacker noch mit auf der Tour liegt. Also ganz interessant da, denke ich. Hey, ich bin jetzt gerade an der Grenze zu Burma in Messai. Das ist circa 4 Stunden oder 4,5 Stunden, eher gesagt, mit Stops von Chiang Mai entfernt. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt hier in dem Video, denn ich mache jetzt gerade einen Visa-Run. Also ich war jetzt 3 Monate in Chiang Mai und ja, ich habe mein erstes 2-Monats-Visum halt verlängern lassen und das ist jetzt auch ausgelaufen oder läuft heute aus. Und deswegen muss ich jetzt einmal über die Grenze und wieder zurück, damit ich wieder ein neues Visum kriege, was ich dann morgen am besten auch wieder verlängern kann, damit ich nochmal 2 Monate in Thailand bleiben kann. Und ja, das machen natürlich sehr viele digitale Nomaden und Backpacker. Und das ist eigentlich ziemlich einfach hier, weil wenn man sich das so im Internet durchliest, dann kommen überall Werbeangebote und so von irgendwelchen Firmen, die da irgendwie 900 bis 1000 Watt für verlangen. Dann wird man halt mit dem Van direkt hier an die Grenze gefahren und wieder zurück. Aber es ist total überteuert und viele Touranbieter bieten das auch gar nicht mehr an. Da gibt es jetzt, glaube ich, nur noch einen einzigen, der das macht. Ich habe da einmal nachgefragt. Und was ich jetzt gemacht habe, ich bin jetzt hier zur Busstation gefahren, das ist die Arcade Busstation in Chiang Mai. Mir dafür 160 Baht halt so ein Ticket gekauft hier nach Messai. Kommt man halt hier an die Busstation, muss da dann nochmal für 15 Baht sich so ein Song Tao, so ein rotes Tuk-Tuk-artiges Ding hier nehmen, um an die Grenze zu kommen. Also 15 Baht, das sind keine 50 Cent oder knappe 50 Cent auf jeden Fall. Also nicht der Rede wert, das Ganze. Und ja, jetzt geht's halt einmal über die Grenze rüber. Ich werde mal nach über der Grenze gucken. Ich habe gelesen, dass man da irgendwie noch ein paar Touren machen kann, dass da wohl irgendwelche Leute Touren anbieten. Und mal gucken, wenn da irgendwas Schönes dabei ist, dann mache ich das heute noch. Ich bin nämlich extra um 6 Uhr morgens losgefahren, damit ich hier rechtzeitig ankomme, um gegebenenfalls sowas machen zu können. Und wenn nicht, dann fahre ich jetzt danach dann weiter zurück nach Chiang Rai. Das liegt nämlich auf dem Weg. Da gibt's dann noch den White Temple und auch noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten, dann würde ich mich da nochmal angucken, damit dieser Tag halt auch nicht ganz umsonst ist. Das finde ich nämlich an diesen geführten Visa-Run-Touren auch ein bisschen blöd, dass du dann einfach an eine Grenze gefahren wirst und dann direkt wieder zurück, dann ist eigentlich der ganze Tag weg. Und wenn man das halt so macht, dann kann man halt einfach früh aufstehen und das halt dann alles selber planen und dann halt auch noch ein bisschen Activity machen, dass man auch noch ein bisschen was zu Gesicht bekommt, ne? Also gehen wir jetzt erstmal rüber hier über die Grenze. Ich denke, was die Kamera da ausmachen muss, die haben das, denke ich, an den Grenzübergängen nicht so gerne, wenn da gefilmt wird. Deswegen lassen wir das mal lieber und ja, dann sehen wir uns, denke ich, hinter der Grenze. Ja.
Wo wir dann jetzt auch wieder bei Backpackern sind, was halt Backpacker auch ganz gerne machen oder halt auch andere Leute, ist dann auch nochmal ein paar Tage nach Pai zu fahren. Pai ist ein relativ kleines Rasta-Thai-Dorf, wo halt auch ziemlich viele Hippies rumhängen. Das war wohl vor ein paar Jahren noch ziemlich klein und nicht so überflutet. Heutzutage sind da schon extrem viele Touristen. Also ich war letztes Jahr da und es ist wirklich krass touristisch und es hat auch nichts mehr wirklich mit kleinem Dorf zu tun. Aber es ist trotzdem noch sehr schön, denn es liegt praktisch in der Mitte von ganz vielen Bergen. Also es ist komplett von Bergen umrundet. Ist daher wirklich sehr schön und man kann da halt auch über so eine Ringstraße praktisch einmal so eine Tour machen, so eine Tagestour. Ist das ganz gut, empfehle ich halt auch mit dem Scooter. Da kann man dann zum einen den Pai Canyon sehen, der ist ziemlich schön. Da ist kein Wasser, also man kann dann nicht so wie in Chiang Mai schwimmen. Oh, scheiße, das habe ich vergessen. Sorry, auch noch 30 Minuten aus Chiang Mai raus liegt der Chiang Mai Grand Canyon. Das ist halt ein super Ort, wenn man schwimmen gehen oder Klippenspringen gehen will. Ist sehr schön da. Ist halt, also ich fand es letztes Jahr noch ein bisschen schöner, weil es da noch so etwas naturbelassener war. Es gab leider dort einige Tote, die wohl beim Klippenspringen ein bisschen Scheiße gebaut haben, irgendwie Faxen in der Luft geschoben haben. Einer ist wohl auch mal auf dem anderen gelandet, weil er vorher nicht runtergeguckt hat, wo er hinspringt und so ein Scheiß. Und deswegen ist jetzt diese 15 Meter Klippe gesperrt und die haben da halt auch alles jetzt viel weiter ausgebaut. Dementsprechend ist es nicht mehr ganz so schön da wie ein Jahr vorher. Allerdings immer noch eine Empfehlung hinzugehen. Der Eintritt ist 50 Baht, dementsprechend auch überhaupt nicht teuer. Und wie war das noch? Also man muss keinen Klippenspringen, wenn man möchte. Klippenspringen geht da jetzt nur noch so von 8 bis 10 Metern, was ja jetzt auch nicht zu hoch ist, finde ich, aber dennoch Spaß macht. Und man kann natürlich auch an der anderen Seite einfach locker schwimmen gehen. Also wenn Klippenspringen jetzt nicht zu ein ist, kann man da auch problemlos einen Tag verbringen. Was Pai dann noch auszeichnet, was wahrscheinlich auch schon einige gehört haben und was ich auch schon indirekt erwähnt habe, ist so ein kleines Hippie-Dorf. Dementsprechend, wenn man kiffen will unbedingt, kann man da gut hingehen und kiffen. Also es ist jetzt nicht erlaubt da, aber es wird toleriert, solange man kein Gras oder andere Drogen oder so mit rausnimmt. Also es gibt da wirklich, also wenn man da hinfährt, so eine Kontrolle vom Militär. Und wenn die einen Verdacht schöpfen, dann filzen die ja auch ein. Deswegen würde ich keinem empfehlen, da irgendwie was mit zurückzunehmen. Also sicher gehen. Und ja, Pai auch ein ganz schöner Ort. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar umliegendere Orte. Die sind jetzt allerdings mehr so ein bisschen exklusiv für die Leute, die wirklich mal ganz abseits was erleben wollen hier in Thailand. Also abseits vom größeren Tourismus. Und das ist vor allen Dingen hier Phayao und auch Prao. Und ich glaube auch noch, wie hieß das jetzt, Lampang, glaube ich, war das auch noch. Also hier gibt es einige Orte noch um Chiang Mai herum, da kann man dann halt wirklich so ein bisschen noch ultimatives Thailand erleben. Und was ich hier auch noch gesehen habe, ist der Mae Hong Song Pass. Der ist allerdings, ich glaube, so circa 800 bis 1000 Kilometer lang. Der führt praktisch so links von Chiang Mai entlang einmal so ganz um dieses Gebirge rum. Und das ist sicherlich für Leute, die sehr gerne Motorrad fahren, sehr interessant und empfehlenswert. Dementsprechend, also da auch mal ruhig informieren in Mae Hong Song Pass, was da so machbar ist. Und ich denke auch, da sind definitiv einige Unterkünfte auch, die man wählen kann. Also ruhig eine Tour über mehrere Tage. Ist bestimmt ganz interessant, denn die Umgebung rund um Chiang Mai hier alleine ist schon sehr schön mit den ganzen Bergen hier. Ich denke, wenn man da so eine Tour macht, da wird man auch viele schöne Sachen zu Gesicht bekommen. Ja, dann ist hier, denke ich, auch das meiste schon gesagt, was man so nach Chiang Mai machen kann. Also ich denke, das, was die meisten tun, wenn sie Chiang Mai verlassen, ist entweder nach Laos, nach Burma oder wieder zurück Richtung Bangkok oder in den Süden Thailands abhauen. Es gibt ja auch noch, wenn man jetzt direkt in den Süden Thailands springen will, natürlich zum einen die Möglichkeit zu fliegen. Und wenn man jetzt keinen Bock auf Fliegen hat, wenn man sich ein bisschen Geld sparen will, hat man auch noch die Möglichkeit, mit einem Green Bus ganz runter direkt nach Phuket zu fahren. Ich habe das vor anderthalb Jahren mal gemacht. Das sind 23 Stunden Busfahrt, ist damit echt krass und es kostet, glaube ich, um die 1700 Baht. Das ist also ein bisschen günstiger als ein Flug. Ob es sich jetzt lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. Man sieht halt unterwegs auch nicht viel. Aber was ich sagen muss, was ganz cool ist, ist, wie die den Bus organisiert haben. Das ist nämlich kein so ein vollgestopfter Bus. Sie haben, glaube ich, da nur irgendwie, ich glaube, 20, 25 Sitze oder so, also gar nicht so viel. Und man wird halt auch ähnlich wie im Flugzeug da dann halt auch von solchen Stewardessen bedient. Dementsprechend ist es in diesem Bus relativ angenehm auszuhalten, nicht so wie in diesen normalen Bussen, die man jetzt für kürzere Fahrten oder auch für Nachtfahrten nimmt. Also daher, den Bus selber kann ich empfehlen, ob man jetzt 23 Stunden trotzdem noch im Bus sitzen will, ist jedem selbst überlassen. In den meisten Fällen ist es wahrscheinlich besser, einfach einen Flug zu nehmen, dann ist man in 4 oder 5 Stunden, ich glaube in 4 Stunden
in Phuket ist wahrscheinlich dann die bessere Idee. Ja, das war's also hier zu Chiang Mai. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest hier viele hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich muss dazu sagen, dass es garantiert bei Weitem nicht alle Informationen über Chiang Mai in das Video geschafft haben. Ich kann hier nur jetzt meinen Part dazugeben, also das, was ich hier so erlebt und gehört habe. Denn ganz einfach, ich bin jetzt zwar schon insgesamt 7 Monate in Chiang Mai, also ich war letztes Jahr 2 Monate hier und jetzt auch schon wieder fast 5 Monate. Aber die Stadt ist einfach so groß, man kann ja, denke ich, einfach nicht alles sehen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es geht immer darum, wofür interessiert sich wer. Ich interessiere mich sicherlich für andere Dinge als manch anderer, der hier hinkommt. Dementsprechend kann ich hier nicht für jeden sprechen. Also es lohnt sich definitiv, nochmal ein bisschen zu googeln oder auch noch ein paar andere YouTube-Videos dazu auszuchecken. Da wird man eine ganze Menge finden. Und ja, also ich denke, für jeden, der hier in Thailand gerne mal schon Tourismus haben möchte, aber von der anderen Seite, also nicht diesen stumpfen Massen-Backpacker-Party-Tourismus, wie es ihn auf Phi Phi Island, Koh Samui oder so gibt, der ist hier in Chiang Mai definitiv gut bedient. Auch gerade Leute, die vielleicht ein bisschen nach Yoga oder Meditationsretreat suchen, ist das hier auch ein guter Anlaufspunkt und natürlich auch für digitale Nomaden, die hier irgendwie sich ein bisschen anknüpfen wollen, die Kontakte finden wollen oder auch einfach einen günstigen Ort suchen, an dem den sie sich länger aufhalten können. Gerade wenn man jetzt noch am Anfang als digitaler Nomade ist und noch nicht so viel Geld ausgeben möchte und noch nicht so viel finanzielle Sicherheit hat, dann ist Chiang Mai definitiv ein guter Ort, um sich hier aufzuhalten. Dementsprechend eine super Stadt hier, bietet eine ganze Menge Möglichkeiten für viele verschiedene Leute. Also doch mal vorbeischauen und vielleicht sieht man sich ja mal hier. Das Video ist jetzt meinerseits hier mit beendet. Ich werde natürlich noch so ein paar schöne Sachen jetzt hier von meinen Aufnahmen aus den ganzen letzten Monaten reinschneiden und wünsche dir viel Spaß dabei und auch eine tolle Zeit in Chiang Mai, wenn du das Video hier gesehen hast. Wirst du es ja wahrscheinlich geguckt haben, weil du hier hingehen möchtest. Also viel Spaß hier.